So, herzlich willkommen jetzt wieder hier zurück zum nächsten La Liga Team of the Season Player Review. Und wie ihr gerade schon sehen könnt, gibt es heute James Rodriguez Team of the Season. 92er Overall Rating, 86 Tempo, 91 Dribbling, 90 Schuss, 92 Passen, 80 Physics, Mittelarbeit, hat man links Fuß, 4 Sterne, Skills und nur 3 Sterne Weakfoot. 600k ist ungefähr sein Preis auf Xbox und hat bei mir, glaube ich, in 4 Spielen, die ich gespielt habe, denn wir sind natürlich wieder auf dem Account von Foot Underground. Link dazu in der Videobeschreibung. Ich glaube, 4 Spiele, 9 Tore und 3 oder 4 Tore lang. Also war wirklich eine ganz gute Statistik und wir sehen auch gerade schon warum, weil die Fähigkeitsattribute alle, zumindest was man in der Offensive braucht, richtig schön dunkelgrün sind. Und das merkt man auch im Platz, kann ich schon mal vorwegnehmen, denn James Rodriguez Team of the Season ist genauso gut, wie er aussieht, wenn nicht noch ein Stückchen besser. Wir fangen bei seinem besten Punkt. Ich habe ihn teilweise als Mittelstürmer gespielt, wie ihr gerade gesehen habt. Ich habe oftmals vor allem in der Halbzeit einfach umgestellt, ihn dann zum Zehner in 4-2-3-1 gemacht. Und ja, ich fange erstmal als Mittelstürmer an. Da war natürlich öfters mal im 16er und ich muss sagen, sein Abschluss ist wirklich für einen eigentlichen ZM oder ZOM phänomenal. Also echt, der Abschluss ist godlike. Der könnte echt der Mittelstürmer von Dienst sein. Also im 16er hatte ich nie Probleme, irgendwie den Ball zu verwerten. Also das war schon ganz gut und hat mich davor oftmals ragen geschont. Aber seine Schüsse aus der Distanz sind auch nicht wirklich viel schlechter. Was heißt nicht wirklich viel schlechter, sie sind genauso gut. Ich habe 2 oder 3 Mal die Latte getroffen mit einem Longshot. Ja, hier den halben habe ich gemacht und sonst noch einen Finesse-Schuss. Und ich glaube, nee, sonst war es nichts mehr. Aber wirklich seine Schüsse sonst aus der Distanz auch wirklich annehmbar. In letzter Zeit habe ich wieder mit den Longshots. Also jetzt läuft es gerade wieder. Am Anfang der Reviews, als ich es wieder angefangen habe, ging es nicht ganz so gut, aber jetzt so mit Castro und vor allem mit großes Team of the Season und James knüpft dann an und macht die auch aus der Distanz besseren rein. Dazu hat er natürlich, wenn man 3 oder 4 Vorlagen macht, ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau, scheiße, ein super Passspiel. Also wirklich, öfters als 10er habe ich ja gesagt, habe ich dann nochmal umgestellt und da hat man das wirklich gemerkt. Also der hat die Spieler wirklich wunderbar gestickt. Steilpässe sowieso, natürlich, aber nicht nur die Lobpässe, sondern auch noch die flachen Pässe, die hatten echt einen super Laufweg, sagt man das so, dass die Bälle einen Laufweg hatten, eine gute Richtung? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber wirklich, die Pässe sind phänomenal und man muss sagen, trotz dessen, dass er eigentlich nur 3 Sterne Weakfoot hat, hat mich auch sein rechter Fuß nicht enttäuscht, vor allem nicht, also beim Abschluss eigentlich nicht, wie gerade man sehen konnte in der Szene davor und auch beim Passspiel nicht, also der konnte auch mit rechts ganz gute Pässe spielen, also da werde ich ihm keinen Punkt für abziehen, denn der Weakfoot war wirklich überraschend gut. Kommen wir zu seinem Dribbling, ich meine, ein und die Dribbling auf der Karte stehen, merkt man auch, super Ballbehandlung, dazu noch sehr, sehr beweglich, also die Forster-Skills, hat kann man wirklich phänomenal ausleben und da kann man wirklich den einen oder anderen Skillrun mitmachen. Habe ich irgendwie jetzt in den letzten Movies auch mal gesagt, dass man mit den meisten Spielern Skillrun machen kann, aber mit James stimmt das auch. Ich meine, dazu hat er noch ein ganz gutes Tempo mit 86, also kann man einfach auch nochmal sein Tempo damit ausspielen, falls man halt nicht aufs Gehen Bock hat, sondern einfach nur auf Durchrennen. Er hat den meisten Verteidigern, also die meisten Verteidiger haben ihm nichts entgegenzusetzen, was das Tempo angeht, also das wirklich noch sehr, 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 sehr gut. Er ist dazu noch extrem schwer vom Ball zu trennen, was natürlich an einerseits seines guten Dribblings liegt, aber andererseits auch noch daran, dass er halt 80 Physics hat. Und dazu noch wirklich sehr körperstark ist, wie man auch in den Ingame-Sets gesehen hat. Also wirklich, zweikampfstark ist er dazu auch noch, das ist auch noch sehr, sehr gut. Dazu, Positionsspiel stimmt, trotz Mittel-Mittel-Arbeitsraten war nicht wirklich ein Problem. Er war nicht immer ganz vorne, aber das habe ich jetzt gar nicht so schlecht gefunden. Er war eigentlich so, hat sich immer so ein bisschen mehr nach hinten fallen lassen und hat halt selber mehr den Ball gesucht, als der Ball ihn suchen sollte. Das fand ich sehr, sehr gut. Und dazu war er auch überraschend kopfballstark, muss ich sagen. Er hat 2 Kopfballtore gemacht, fand ich sehr, sehr gut, vor allem als Mittelstürmer. War bei De Bruyne als Vergleich jetzt ein bisschen anders, weil da war De Bruyne als Kopfballspieler wirklich unbrauchbar. Aber James kann man da auch wirklich mal als Sturmspitze spielen und ist für den einen oder anderen Kopfball ganz gut. Ist auch nicht ganz klein, aber hat dazu noch ein ganz solides Jumping. Und kriegt von mir im Endeffekt am Ende dieses Reviews die 10 von 10. Und ich muss sagen, ihr habt das De Bruyne Review vielleicht gesehen. Die beiden nehmen sich nichts. De Bruyne hat zwar eigentlich in jedem Wert so ein, zwei Stats mehr, also Statpunkte mehr, aber wirklich, die nehmen sich gar nicht. Hat auch noch den 5. Weakfoot, den James nicht hat, aber meines Erachtens waren die beide gleich gut. Für mich James sogar noch ein bisschen besser. Ich bin auch ein kleiner James-Fanboy, gebe ich zu. Aber wirklich, kommt auf den Spielertypen an. Wenn ihr jetzt irgendwie den De Bruyne vorher den normalen De Bruyne besser fandet, als er den normalen James besser fandet, dann würde ich bei De Bruyne bleiben. Wenn euch James mehr liegt, dann würde ich zu James wechseln. Dann funktioniert dazu hat noch James die besseren Links meiner Meinung nach mit Real Madrid. Aber egal, beide kriegen die 10, James jetzt auch. Ich hoffe, das Review hat euch gefallen. Schreibt eure Meinung zu James Team of the Season in die Kommentare, falls ihr ihn gespielt habt. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und sage vorübergehend zumindest, ciao.